So, was geht ab? Dreris. Wir gucken uns Jumbrok an, das beste Hotel in der Türkei. 5.000 Euro die Nacht. Jani, die schlafen da und die kriegen 3 cm unten mehr, glaube ich, weil 7-Sterne-Hotel in Antalya. Wir schauen da auf jeden Fall rein, Adrellis. Ich küsse eure Herzen, Twitch-Follow, ich küsse, seid gerne, wir sind jeden Tag live, jeden Tag. Okay, ich küsse eure Herzen, wir gehen rein. So. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Hast du schon im Titel gelesen? Was steht da? Naja, wir fliegen jetzt nach Antalya und schlafen in der Präsidenten-Suite für 10.000 Euro die Nacht. Aber sehen wir Hussein? Mann, ich dachte 5. Aber natürlich, und weißt du, wer auch dabei ist? Wer denn? Einen Augenblick, ich zeig's dir. Angelika? Ja. Privet? Privet. Oh, man lernt ja nicht Deutsch. Hallo, wie geht's? Okay, Hadi, let's go. Mit dabei! Jones an der Nase, wir haben sie vermisst. Oh nein, Alter, Mama! Nein! Boah, das wollte ich immer schon mal machen. Hat jemand eine Boyband-Group bestellt? Naja, irgendwie müssen wir die Klamotten verkaufen. Ey, Digga, 5.000 pro Person oder pro Nacht allgemein alle 4 Stück in ein Zimmer? Hat jemand eine Schlange bestellt? Ich nehme mich nicht. Bruder, ich habe gestern einen Köfte gegessen an so einer Seidenstraße. Mir ist gerade schlecht. Ey, ich schwöre auf alles. Ich war ja in Hannover, ich war essen, gell? Bei Gott, gell, ich und mein Magen, wir hassen uns gerade, gell? Mein Magen dreht sich von rechts nach links rechts. Es ist warm, ich bin übergewichtig und ich habe nicht geschlafen. Ich möchte einfach nach Hause. Haben Sie Drogen genommen? Nein, nur Wodka und Bier. Was hast du gegessen, Bruder? Ich will den Namen nicht sagen, Bruder. Wodka und Bier. Aua. Kannst du ein bisschen immer noch, Bruder? Kannst du mal mitmachen? Wir sind hier am Arbeiten. Jungs, ich fand eure alten Antalya-Vlogs viel witziger. Naja, Jungs, wir werden älter, alles gut. Einen schönen guten Tag, einmal die Vorausweise bitte. Hallo, sind Sie tot? Ja, Jungs, ihr wart mal witziger, euch gehen die Witze aus. Ich sagte Vorausweise. Hat jemand einen Pilz bestellt? Ich kann's gar nicht glauben, dass wir von einem Hotel eingeladen worden sind, Alter. Ah, die wurden eingeladen, die haben nicht mal geblasht. Ein Pilot sitzt einfach neben mir. Oh, der Jumbrok wird von Hotels eingeladen und ich gehe 4 Uhr morgens, ich bin Kunde in einem Hotel. Ich gehe da rein, Bruder, und ich werde gefragt, was wollen Sie hier? Ein 1-Sterne-Hotel. Bock zu fliegen heute. Ist das der Pilot? Ja. Oh nein. Der Köfter meldet sich, Bruder. Bitte helf mir, John. Mann, der Köfter meldet sich. Ich hab den Kuchen zu. Schau meine Nase an. Er blutet einfach. Ey, sorry, Bruder, das war nicht mit Absicht. Naja, bei der großen Nase. Du hast zwar die erste Runde gewonnen, aber warte bei mir im Hotel. Was soll das? Ich hab dich wie einen Bruder umarmt. Was kennst du für, dass deine Nase empfindlich ist? Du hast meine Nase gebrochen. Du bist Kellner geworden, ne? Jimmy! Jimmy, ich hab dich vermisst, Mann. Ey, an die Türken hier bei mir im Chat. Kennt ihr dieses 7-Sterne-Hotel? Ist es bekannt? Ja, nee, ist es so, wenn man da ist, ist man Paris Hilton oder eher Ding? Nee, keiner kennt's. Okay, aber. Jimmy! Voller unangenehm. Antalya da hoşgeldiniz. Oh mein Gott, da ist Spider-Man! Nein, ich bin Batman. Spider-Jan. Spider-Jan. Da kannst du noch. Spider-Jan. Abi, Hüseyin abi war kein, hiç kimse taksin edin. Ne? Arabamı sakin. Hüseyin abi! Hüseyin abi! Hüseyin abi! Hoş geldin. Sen valla özlemişim seni ya. Gel. Das ist einfach der berühmteste Mann in Antalya. Antalya have everything in the city what you want. Arabayı değiştirdim. Oh! Digga! Oh! Digga! Kutçum benim abi, ne yapayım? Sayın otele davet etti. Vallahi ama. Geleceğim mi? Geliyorum. Ich möchte einmal mit Hüseyin abi in einem Bett schlafen. Bizim 90'ların parçası bu. 1900... Subhanallah, Bruder. Ich kenne nichts, was auf der Welt mehr Gesicht lächeln macht als Trinkgeld. Bruder, krank, Bruder. Nicht mal Liebe lässt dich so lächeln, Bruder. 1900'da çıkmış bir parçadır bu. Değil yarası. Das meine ich bei Türken, Bruder, der ist diesen bestens gelaunt Cousin, die hören einfach Liebeslieder, Bruder. Deine Yarası, Dil Yarası, Emrah'ı yaraymış. Wir sind die Gäste vom Chef. Schock. Die fahren 5.000 Euro die Nacht, Suite, fahren die in Antalya, mitten Meer, Strand, boah, alles Cousin, die hören Liebeslieder, Bruder. Saulun. Hast du gesehen, Bruder? Wir sind die Gäste vom Chef! Genau so, nicht anders. Ja! Echt? Bruder! Oh! Oh!
nicht mal dran! Ey, ich bin gehypt. Das erste Mal, dass wir von einem Hotel eingeladen werden und dann auch noch in ein 7-Sterne-Hotel. Was passiert hier? Wie geht's? Passt selber? Alles gut. Herzlich willkommen, Heike. Dankeschön, vielen Dank. Alter, das ist unser Lobby. Ich würde an deiner Stelle die Decke filmen, weil das ist echtes Gold. Was? Jungs. Habt ihr Leiter mitgenommen? Ich frage nochmal, wir haben in diesem Hotel eine Presi-Suite? Genau. Titanic Madame Palace, allein dieser Empfang hat schon gereicht. Ich hatte die zwei beim Krassen, Digga, Wallah. Dieses Klavier kostet 1 Million. Gott weiß wieso. 1 Million Dollar. Bruder, krank, Bruder. Was kostet so ein, diese Kellerzimmer oder so? Was denkt ihr, was kostet so ein Kellerzimmer? Ich muss da mit Chico hin. 1K? Nee, nicht 1K, oder? Obwohl, Digga, ich könnte mir schon vorstellen, dass so 1K ein normales Zimmer kostet, Bruder. Also du wirst ja Bock dabei empfangen. Familienzimmer. Das ist ein Familienzimmer. Guck dir das mal an. Ja, Bock dabei. Bist du da mit dem Justin? Scheiße, Bro! Oder war er krank? Oder? Oh mein Gott! Also, ich sag mal so: Ihr seid im Hotel, wo schon die ganzen Hollywood-Stars hier waren. Jennifer Lopez. Die waren alle hier, ja? Die waren schon alle hier und haben auch hier übernachtet. In dem Zimmer auch? Weil haben die auch im Hotel übernachtet? Krank! He's with me! It's with dachte, me. Man geht im Hotel nur essen oder Rohre wechseln. Auch natürlich. Ihr bleibt Topless, das war hier, hat ganz große Konzerte abgegeben. Also hier waren alle Stars, sage ich mal. Los geht's, Alter! Oh. Herzlich willkommen. Oh. Warte, ist das schon das Zimmer? Nein, das ist nur. Wir fangen mal hier an, komm. Okay, hier haben wir schon mal ein Zimmer. Boah, es geht hier weiter. Mit Dusche, Regendusche, alles? Ja. Oh mein Gott. Digga, was zur Hölle? Also so stelle ich mir eine Presi-Suite vor. Ja. Digga, wenn Walla! Mein Gott! Digga, was zur Hölle! Ach, Digga, was sind das für Stühle? Walla, was hat man für einen Hals, alles? Was ist das denn, Cousin? Walla, krank! Alan, dankeschön für den frischen Prime, sehr, sehr, sehr korrekt. Was ist das für ein Sessel, Bruder? Also, so stelle ich mir eine Presi-Suite vor. Ja. Digga, wenn das keine Presi-Suite ist. Aber was kostet hier eine Nacht? Fängt locker bestimmt ab 4.000-5.000 an. Okay. Das ist Präsidenten-Suite, das ist noch größer über das King-Suite. Was? Was? Ich schau dir mal Bart an. Was? Jetzt ruhig, Jungs? Digga, komm mal her! Boah. Alles klar. Hier bin ich mit Hüseyin am Baden. Aber auf die Terrasse. Wow. Mit eigenem Jacuzzi? Was? Mit eigenem kleinen Cabana? Was? Einen eigenen Jacuzzi auf deiner Terrasse hier? Ganz genau, wenn ihr möchtet, mache ich das auch für euch voll. Mach ja, bitte. Bitte. Unbeschreiblich schön. Oder nicht, Bruder? Digga, ist geil. Jimmy! Aber harbi diyorum, çok yakışıyorsun buraya. Manzara falan var ya, 10 numara. Çok versicherim. Abi harbi... Guck mal, der hat gerade seine Frau und Kinder geschrieben. Heute, ich habe Auslandeinsatz und so. Ich muss jemanden nach Bulgarien fahren. Ich bin erst in 2 Tagen wieder in Türkei. Genau, der hat schon geklärt, damit er da... Er will da schlafen, Bruder. Der wird niemals zu Hause schlafen gehen, Bruder. Niemals, Bruder. Du bist schon yakışıyorsun, Bruder. Manzara falan var ya. Niemals, Bruder. Lan. Abdest alalım bir. Madran'dayım, Madran'da. Hatun balık yedik ya. Cheesecake diye bir şey yedirdiler. Ne olduğunu bilemedim. Yok ya, ne ki? Bu sind wir hier, Mann. Hallo, hat jemand backen? Sag mal zu, du warst ja schon lange nicht mehr in den Vlogs dabei. Ich bin der Sprungmeister, okay? Mhm. Gut. Jungs, entspannt euch mal ein bisschen, Alter. Alles gut, ich bin tief entspannt. Erstmal eine Haselnuss. Beşiktaş'ın genç evladı çok sinirli, saçları çok uzamış. Ne yaptın sen Can? Onun karşısında Isparta'nın genç gülü, Spliffy, Burak, Jones, oh my gosh, his throws us pull over. And the fucking, Burak the fucking, Ken the fucking, ne oluyor, oh my gosh. Ja, denkst du, ich passe da rein? Ja. Boah, wie geil, Alter. Jungs, ich komm auch rein. Komm, komm. Ah, Junge, dein Fuß ist mein Arschloch. Ja, okay. Die Jungs ruhen sich gerade aus. Wir gehen jetzt ins Spa. Bisschen schwimmen, bisschen chillen. Oh mein Gott, Alter. Was sagst du dazu? Oh mein Gott, Alter. Die Jungs ruhen sich also ein bisschen aus, oder wie? Krank. Krank. So. Die Jungs ruhen sich aus. Jemand einen Indoor-Pool bestellt? Ich nehme ich schon. Ach, Allah, es ist krank hier. Salam alaikum.
Aleyküm selam. Wow, ein schönes Licht. Ein Licht geht aus. Süß. Ich gehe nach Hause. Rabbelmehl, Rabbelmehl, Rabbelmehl. Wir gehen jetzt in ein 5-Sterne-Fischrestaurant. Also das wird Maximum ehrenlos. Wir werden hier Fische essen. Lass mal an. Wow, das ist Merlin, das ist Jumbo. Jim Isaac, wie schon. Was machst du denn? Wow, Digga. Es ist etwas unangenehm. Ich komme aus Gladbeck, Bruder. Was machen wir hier? Ich bin 26 Jahre alt und ich wurde noch nie in einem Restaurant. Und wir sind erst seit 3 Minuten hier so behandelt. Schrimp-Zentimeter. Warum redet der ganze Zeit mit den Russischen an? Schaut euch diese Garnele an. Bisschen mit dieser Knoblauchsoße. Das könnte die weißeste Garnele der Welt sein. Also eins muss man diesem Hotel lassen. Der Service ist eine 10 von 10, wenn nicht sogar eine 11 von 10. 10 von 10. Also die geben sich hier wirklich Mühe mit Liebe ins Detail. Beşiktaş'ın genç evladı, John the fucking, oh my gosh, John the fucking 0 points. Ich wollte nur Show machen, du weißt das. Evet. Oh my gosh, again 0 points for John. Immer wenn ich Bowling spiele, 2 Tage lang sind meine Finger danach so, Bruder. Ich habe immer so Schmerzen an meinen Fingern, Bruder. Ich verstehe diese Sportart nicht, Bruder. Ich sag euch ehrlich, wie kann man daran Spaß haben, Digga? Man kann es so eine Runde spielen und dann reicht auch. Es gibt Leute, die spielen es 8 Stunden. Atakan, mein Schatz, Dankeschön für Stufe 1 im 1. Feiert ihr diese Bowling-Chat? Bowling macht schon Spaß. 8 Stunden kannst du das spielen, Schiepe? Sammy, einfach 12 Monate, die Zeit verfliegt. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mein Bruder. Vielen, vielen Dank für deine Loyalität. P250, Dankeschön für den Prime im 2. Und Alan, Dankeschön für den frischen Prime nochmal, mein Schatz. Angelika, Russianin Genchkese. Angelika, Ukrainerin Genchkese. Şimdi al topu. Aman Allah'ım, top ondan ağır. Evet, çok profesyonel. Aman Allah'ım. Angelika. Hey! Oh my god, sen ne yapıyorsun burada? Oyun mu oynuyorsun? Evet. Adın ne bu oyunun? Bilmiyorum. Adın ne senin? Selim. Selim mi? Ben Ozan. Hazır ol. Hey, das bin ja ich. Hey, jetzt check ich das. Bruder, guck mal, wie krank das aussieht, Bruder. Ich würde auf diese Treppe schlafen. Falle heftig, Digga. Das sieht ja aus wie bei Titanic auf diesem Schiff. Auf jeden Fall gehen wir. Das reicht, hallo. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins Hammam und lassen uns schön massieren. Bestimmt will jemand 200 Kilo Mann massieren. Ich meinte Elefanten, sorry. Ey, was macht mein Cousin hier? Ey, in Türkei, yani, hilft mir auf die Sprünge. Ich weiß nicht. In Hammam ist immer noch so, dass Männer massieren und so. Oder einwaschen und so, gell? In Tunesien auf jeden Fall so. Wenn du in Tunesien Hammam gehst, Bruder. Bruder ist krank, Bruder, ich sag dir ehrlich, Bruder. Ich weiß nicht, Digga, so. Das bisschen, ich weiß nicht, Bruder. Guck mal, es kann sein, du triffst jemanden, Bruder, du triffst so einen normalen Typen. Wisst ihr, was ich meine? Aber das kann auch sein, Bruder, du kommst da rein, gell? Digga, Brusthaare, Schulterhaare, Ellbogenhaare, Fingerhaare, Handflächenhaare, der massiert einfach. Du denkst einmal, der trocknet dich ab, aber das ist einfach seine Haare, der legt so auf dich drauf. Bruder, ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder. Würdet ihr das machen? Zum Beispiel bei dieser Enno-Videodreh. Bruder, ich könnte nicht, sag euch ehrlich, Bruder. Ich könnte nicht. Wie hieß der Song von ihm? Ich hab vergessen, wie der hieß. Ich glaube, Jani hieß der. Ohne Ton ist der Song gar nicht so schlecht. Nee, das ist er gar nicht gewesen. Boah, ihr habt es bestimmt in den Chat geschrieben. Ich will. Ihr seid krank, Bruder. Ihr seid krank, Chat. Ihr müsst ehrlich sein. Hier. Bruder. In Tunesien ist es auf jeden Fall so. Hier, Bruder. Fühlt ihr sowas? Guck mal, diese Pickel hier. Fühlt ihr sowas? Guck mal, hier.
Subhanallah, der hat einfach Jacke an. Guck mal hier. Würdet ihr euch massieren lassen von ihm? Auf ehrlich? Das ist schon hart. Ich könnte nicht, sag dir ehrlich, ich könnte nicht. Ich könnte nicht. Nee. Oh. Nichts ist für immer. Nichts ist für immer. Oh. Junge, es reicht. Ab zur Massage. Fingerstreich. Junge, aus dir wird niemals ein Stuntman. Liebe Grüße an Albers an der Stelle. Die Massage kostet für 4 Personen 1320 Euro. Wir haben das jetzt auf mein Zimmer gemacht. Digga, ich kann mir das nicht leisten, Mann. Wir haben hier so Standard-Shots, ne? Beim Hammer. Und Bro, Ballas geht nicht höher, Digga. Dreht schon? Ich fühle mich gerade echt diskriminiert. Digga, das ist eine Lederhose. 1300 Euro Bademantel bestellt. Ich nehme dich nicht. Okay, Leute, wir konnten euch leider nicht mitnehmen, weil man kann halt keine Frauen aufnehmen, die einen massieren. Jungs, wie krass war das bitte? Boah, Digga, so ein Gefühl. Krass einfach. Also mich hat ein Mann massiert. Die haben alle Synapsen, okay, ich bin ein bisschen behaart, sorry. Alle Synapsen wurden freigemacht, so die Schuppen, alles weg. Und dann haben die uns mit Öl massiert. Ich wollte dieses Öl essen einfach. Can, ne bu hal ya? Elektrik çarpış gibi. Elektrik çarpış dikine gösteriyor. Junior Keleş, birader. Hier seht ihr die zwei Keleş-Brüder in Feuerwildbahn. Sie füllen gerade AdBlue ein, oh mein Gott. An einem schönen Antalya-Morgen frühstücken wir. Eine sehr, sehr schöne Luft, meine Damen und Herren. Valla kaliteli domates, kaliteli arkadaşlar verilir. Yediriyorum, evet buyurun. Görüyorsunuz değil mi? Naja, wir haben sein Auto gefickt, aber er ist gewappnet. Er ist ein Vollprofi. Arkadaşlar Hüseyin, bang! Bang, bang, bang! Slip bang! Und der Schmutz ist vergessen. Elvis Presley aç, onu seyredelim. O bu zaten. Değil. Hey, aber valla der ist cool, der Taxifahrer, Digga. Wir besteigen jetzt diesen Berg. Oh, oh, oh. Ja, guck, was er neigt mich. Bitte, bitte, Abi. Ich mach meine Haare kurz vor dem Tod, damit sie meinen Leichnam schön abbilden können. Aber ich mag sowas gar nicht. Warum gehen wir immer dann irgendwo hin, wo wir hochfahren müssen und so einen Scheiß? Irgendwas müssen wir machen. Ja, aber nicht immer mit irgendwas mit Höhenangstkombinationen. Warum will dieser Mann überall Fotos haben? You wanna go there? No. Warum? Weil ich Angst habe. Oh mein Gott. Ey, Walla, Digga. Kennt ihr die? Bruder, mein Vater ist genauso, Bruder. Genauso, Bruder. So ist mein Vater, Digga. Ich sag euch ehrlich, Bruder. Mit Pflanze anfassen und so, Digga. You wanna go there? No. Warum? Weil ich Angst habe. Oh mein Gott, Digga. Guckt euch das mal an. John the fucking. Oder wir sind einen Windstoß vor tot. Çok gergin. Ein Windstoß vor tot. Autobahn'da bindirirsin değil mi sen beni? Yukarı aşağı yukarı aşağı oynatırsın değil mi sen beni? WhatsApp status. Ich schwöre ja. Hacı kifak. Tamam, alhamdulillah. Waحد, اثنين, ثلاثة. Ja. Ey, die sieht ein bisschen aus wie meine Mutter, Digga. Geh! Sieht aus wie meine Mutter ein bisschen, Digga. Bruder, krank! Wala, die sieht aus wie meine Mutter, Digga. Augen, gell? Übertrieben. Ihre Nase ist ein bisschen zu groß. Und jemand noch einen Araber bestellt, Alter. Allah Akbar! Osam, was machst du hier? Ich muss ganz kurz Krabatschen, oder? Wir sind einfach in einem Iglo, hier ist es mies warm. Das ist Captain Iglo. Captain Iglo! Hast du ein paar Fischstäbchen für uns? Nee, Dio. Nee, Dio, nein. Jetzt wirf mich! Jetzt wirf mich! Yeni sevgili. Adı ne? Buzdan Kale. Freunde, wir sind im Zoo. Wer ist du? Kängurus. Hüseyin abi füttert Kängurus mit Simit. Gözü görmüyor, kör olmuş. We have at home tavşan, this tavşan also. And we eat them. Habt ihr Hehe gemacht? Die kleine Baby, die kleine Baby, kleine Baby. Ey, lass deine Ruhe halt. Aber nein,
Andere haben Kinder in unser Alter. Hat jemand Hasen bestellt? Oh mein Gott, wie süß, Mann. Ich glaube, der schmeckt am besten. Aldo Mono Iceri, Jig 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 Jig. Abo! Schau mal, ein Rehlein und es ist ganz friedlich. Hallo Bambi. Lila, lauf! Seid ehrlich, Digga, so ein Papagei hier in meinem Stream, der wäre schon krass. Seid ehrlich, ich sag zum Beispiel Amir, 27, Dankeschön für 11 Monate. Sagt Amir, du Bastard! Das wäre schon krass, Digga. Amir, Dankeschön für 11 Monate, mein Schatz. Das wäre schon krank, Bruder, aber meine Frau wird niemals zulassen, Digga. Lila, lauf! Kleines. Ein Rehlein und das hat überhaupt keine Angst. Im Gegenteil. Ey! Ey! Was? Was passiert? Überhaupt keine Angst. Im Gegenteil. Ey! Ey! Mia, lauf! Are you ready? Walla hat sie gerade zu ihrem Hund gesagt. Wie heißt der Mia? Lauf! Was? Mia, lauf! Are you ready? If somebody will come 12 o'clock in the night, wake up me. Nina, to make this, I will be ready every time. Weck mich 12 und ich schlag ihn kaputt. Patsch, patsch, patsch. Scheiße, Alter, es geht los. Walla, ich hab sie vorhin gefragt, was ich ihrer Mutter sagen soll, falls sie dabei drauf geht. Sie meinte, sag einfach, dass ich fröhlich gestorben bin. Oh, oh. Die Kacke, Alter. Digga, ich würde sowas niemals machen, Digga. Es sieht zu schön aus. Es ist bestimmt ein richtig geiles Gefühl. Aber ich könnte das nicht, Digga. Auf ehrlich, Digga. Platte auf Plomo, no homo, OG. Dankeschön für 9 Monate, Cousin. Guck mal, ihr macht jetzt, guck mal, weil ich bin ehrlich, versteht ihr? Und ihr seid unehrlich. Und mit unehrlichen Menschen reden wir nicht. Ihr seid unehrlich, Cousin. Würdet ihr das machen? Hand auf Eier jetzt, Jungs. Guck mal, die Mädels... Ich glaube, die Mädels würden das wirklich machen. Aber die Männer, Bruder, die labern nur, Bruder. Übertreibt nicht. Oh, ne, Mann. Oder warum ist mein Chat so? Weil ich guck gerade so, ich habe aus Versehen gerade in den Chat geguckt. Abdullah schreibt, ich habe nur Angst vor Allah. Das gibt's nur bei mir, Bruder. Bei sonst niemandem gibt's das Gesang. Das ist hart, Bruder. Es ist hart. Also hier still. Mach's gut. Ja? Und das soll's dann mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ganz großes Dankeschön geht auch raus an das Hotel. Titanic Mardan Palace kann ich nur jedem empfehlen. Wirklich, das ist bis jetzt das beste Hotel, wo ich je in meinem Leben war. Ganz liebe Grüße gehen auch raus an Ibas. Am Mittwoch fliegen wir nach Barcelona, um für euch das Galatasaray gegen Barcelona Spiel aufnehmen zu können. Live aus dem Stadion. Das kommt dann wahrscheinlich am Freitag online. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Nice. Cooles Video von Jan Broke. So, wie kann ich Sub werden, Bruder? Das ist ganz einfach.